Hallo und herzlich willkommen zurück zum Adventskalender von Wargaming. Am 22. Dezember 2017 haben wir den 59 Betten in zwei Angeboten. Einmal für 27,40 Euro nur das Fahrzeug und Garagenstellplatz und für etwas mehr, 40 Euro, haben wir den Garagenstellplatz Gold 2350, 15 Aufträge für 5-fach XP und 30 persönliche Reserven, 2 Stunden lang 200% Besatzungs-EP. Ist jetzt beides nicht so toll. Ja? Also 27 Euro hören sich erstmal ganz toll an, aber da ist ein Bereich eines FVs 4202, der nicht mal schlecht ist. Der Panther 88, einer der besten Premiums überhaupt, wenn man ganz hinten steht und nicht beschossen wird. Das gleiche gilt auch für den M4A1 Revalorisé, der auch ebenfalls in diesem Preissegment sich rumtreibt, und dem T26E4 Super Pershing mit angepasstem Matchmaking. Ja, hat der alles nicht. Aber gut. Gucken wir uns den mal an. Das gute Stück hier hat Platz für 4 Leute. Es reicht, um eure 121er Crew zu trainieren. Und naja, er sieht halt aus, wie er aussieht. Ne? Wir haben eine 59er Wanne, wir haben einen Pettenturm, wir haben oben auch noch ein Häubchen, einen Glockenturm. Und ja, mittlerweile ist er gebufft worden seit dem letzten Video. Wir haben 212 Durchschlag mit unserer Kanone. Immerhin. 90mm Kaliber, 240 Schaden. 0,36 Streuung. 2,3 Sekunden Zielerfassung. Zielerfassung ist ein bisschen hoch, aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Kanone. Ansonsten haben wir nichts anderes als einen normalen Type 59 ohne angepasstes Matchmaking mit einem sehr hässlichen Turm. Zu dem Turm sage ich dann auch noch was. Wir vergleichen ihn mal, damit wir hier mal ein bisschen Übersicht kriegen. Ihr seht schon, der hat nichts Grünes. Ne? Der ist nirgendwo irgendwie besser. Außer in der Wandpanzerung an der Seite. Wow. Ja. Also wir haben hier tatsächlich 240 Schaden pro Schuss und damit ist er okay. Ja, Type hat mehr, aber hat ja auch eine 100mm Kanone. Ansonsten haben wir mittlere Durchschlagskraft von 212, das ist auch okay, nicht mehr. Ja, da gibt es mittlerweile Besseres, aber es gibt auch sehr viel Schlechteres. Feuergeschwindigkeit ist auch okay, ja, das werdet ihr öfter hören. Höhenrichtwinkel von minus 9 Grad ist auch okay. Zielerfassung von 2,21 ist ein bisschen hoch, aber ist auch okay. Also, ja, der ist irgendwo im Mittelfeld. Überall. Mit jedem Stat. Auch die Streuung ist okay. Ja, auch der mittlere Schaden, die Minute, der ist sogar nicht mal schlecht. Mit 2003. Struktur 1400. Ja, ist okay. Wandpanzerung 100mm ist halt das gleiche wie beim Type. Ja, also, da geht mittlerweile alles durch. Und manchmal prallt halt was ab, wenn man Glück hat und gut steht. Motorleistung 520 PS, damit kommen wir auf 14 PS pro Tonne. 14 PS pro Tonne ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Der ist da eher langsam. Der ist wirklich langsam, also das ist von allen der langsamste. Höchstgeschwindigkeit von 50 erreicht er zwar, aber dauert eine Weile. Also der ist nicht der schnellste. Wendegeschwindigkeit ist wie beim Type sehr, sehr gut. Ja, auch Tarnung ist nicht sonderlich doll. Der ist halt riesig. Und Sichtweite mit 400 Metern ist wirklich gut. Ja, also das ist das Einzige, was an dem Fahrzeug wirklich richtig gut ist. Und ansonsten, ja, das ist halt einfach nichts anderes als ein solider Premium mit vielen Schwachstellen. Die größte Schwachstelle, wie ich finde, ist einfach der Turm. Wir haben hier oben einen Glockenturm, der ist unsagbar einfach zu penetrieren. Ihr seht, wie groß der ist. Ja, der ist wirklich riesig und dementsprechend kommt da auch jeder durch. Der ist auch nicht gepanzert oder so. Alles andere im Fahrzeug ist super. Wäre dieser Glockenturm nicht, wäre das ein super Fahrzeug. Ja, aber leider ist er da. Dementsprechend kriegen wir da des Öfteren eins auf den Deckel. Vor allen Dingen, wenn wir uns an Hügel kuscheln oder so und unseren Turm einsetzen wollen würden. Ja, der nicht ganz so stark gepanzert ist wie der Type-Turm, aber geht. Der Glockenturm macht alles zunichte. Ansonsten, die Kanone ist super. Der hat kein angepasstes Matchmaking. Das heißt, der sieht hier 10er. Und das ist nicht so freundlich. Ne? Wenn euch da oben FV durchballert mit HE, dann seid ihr raus. Aber gut, ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Gefecht. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem chinesischen Frankensteins Monster. Wir haben den Pettenturm, wir haben die Type 59 Wanne und wir haben auch noch einen Glockenturm gratis dazu bekommen. Da sitzt unser Kommandant drin und der kann tatsächlich von allen Seiten penetriert werden und von allen Entfernungen. Dementsprechend können wir uns direkt von ihm verabschieden. Ja, wir sind unterwegs mit unserer Noobsi. Huhu. Buenas tardes. So, wir hoppeln los und die Kanone ist seit dem letzten Video tatsächlich gebufft worden. Damals habe ich gesagt, es ist ein solider Premium. Mittlerweile gibt es aber sehr viel bessere Premiums. Dementsprechend bleibe ich dabei. Es ist ein solider Premium, nicht mehr, nicht weniger. Von allen, die man sich kaufen kann, würde ich den hier aber mit Abstand
wohl ziemlich weit unten empfehlen, weil der ist nicht sonderlich schnell, der ist nicht sonderlich gut gepanzert, der Turm ist gut, der Glockenturm nicht, die Kanone ist okay und das war's eigentlich auch schon. Gun Depression ist mau, jetzt nicht so gut, ist halt kein richtig guter Premium. Ja, vor allen Dingen, weil er auch kein angepasstes Matchmaking hat, wie sein kleiner Bruder, der Type 59, sondern tatsächlich auch 10er sieht, da ist er witzlos. Ne? Die anderen fahren mit euch Schlitten. Also, ja, ist halt einfach kein guter Panzer. Jedenfalls nicht für jemanden, für einen Panzer, den man jetzt hier unbedingt für Geld kaufen kann. Da gibt es Besseres. Viel, viel Besseres. Unter anderem auch der Primo Victoria, den Noobsi da fährt. Der ist besser. Zumindest in den meisten Lebenslagen. Oh was. Ja. E25, wo hat er uns durchschlagen? Würde mich jetzt mal interessieren. Am Turm. Okay, habe ich den Turm gedreht. Aber das sagt, glaube ich, alles, ne? Die Turmpanzerung ist nicht so dolle, wenn sie nicht gerade frontal zum Gegner steht. Was ich sehr schade finde. So. Oh, Typ 58 bei Noobsi. Und wir sind so langsam, dass der wahrscheinlich schon tot ist, bevor wir da sind. Deswegen schieße ich jetzt einfach eine Runde auf den KV-2. Oh, Badge. Der sich gerade zurückgezogen hat. Sehr schade. Können wir hier drüben helfen? Auch nicht. Ich würde gern Dinge sehen und beschießen können. Weil, ne, ich würde den hier gerne als Supporter fahren, aber im Moment können wir nichts supporten, weil wir tatsächlich so gut wie nichts sehen. Wow, der ging daneben. Die Reload-Zeit ist okay. Da können wir gleich nochmal drauf schießen. Was macht denn der da? Meinst du, man sollte schon zurück zur Basis fahren oder schaffen die das noch? Die schaffen das wahrscheinlich. Ja, doch, die schaffen das. Okay. Da, ist da was. Haben wir was. Der E25, Churchill Gun Carrier. Komm, lad nach. Versuchen zu tracken. Hat geklappt. Ist raus. KV2 steht da. Ja, aber der steht hinten rechts, den kann ich nicht beschießen. Ich fahre jetzt mal durch die Mitte. Wie gesagt, ich würde ihn als Supporter spielen und dann mit den Truppen mitfahren und einfach nur da sein. Ja, das ist quasi ein Panzer mehr auf dem Schlachtfeld, der jetzt keine großartige Rolle hier einnehmen kann, wo er sich drin wohlfühlt. Oh, was? Ah, da war ein Stück Stein. Komm, lad nach. Mist. Der kann sich auch hinter Hügeln nicht sonderlich gut verstecken durch den Glockenturm. Das ist ein Problem. So. Na, kriegen wir den Tiger raus. Ja. Wenigstens ist die Kanone mittlerweile endlich gut. Wo der Zeit. Die Kanone vorher war ja nicht so dolle. Nee, das wird nichts. Wir sind zu langsam, um da ranzukommen, ohne noch einen Treffer zu kassieren. Da ist ein Zoo. Vor uns ist ein Cromwell, der ist raus, alles klar. Dann gucken wir mal, ob wir die Zoo treffen. Wie gesagt, Gun Depression reicht nicht immer aus. Ja, auch hier müssen wir wieder rüberfahren. Das gefällt mir jetzt nicht so. Oh, da haben wir einen T-34. Links haben wir einen IS. Oh, bringen wir uns hier mal in Sicherheit. Gut, dass der gerade nicht schießen kann. Den hätten wir uns jetzt eigentlich verdient. Ne? Wir standen ja ein bisschen doof. Oh, da war ein Stück Hügel. Aber mit 212 Pen können wir mit IS einfach durch den Turm schießen. Sehr angenehm. Also in einem 8er Gefecht ist der wirklich okay. Ja, im 10er Gefecht, wie gesagt, reiner Support. Ziemlich dicker Support mit Riesenturm. Also Vorsicht. Kann sehr schnell, sehr schief gehen. Au. Ah, zwei Pershings sind nicht gut. Für die Gesundheit kann ich nicht empfehlen, sich vor zwei Pershings zu stellen. Aber das sollte es jetzt gewesen sein. Und jetzt haben wir noch die Olaati. Ja, wie gesagt, empfehlen tue ich ihn jetzt nicht unbedingt. Also man kann mit ihm jetzt nicht so viel falsch machen, aber es gibt einfach so viel Besseres da draußen. Ja, allein der Primo Victoria, der T-34-100, der T-54 Mod 1, alle sind sie besser. Auch der Super Pershing. Ja, weil die alle eine bestimmte Rolle einnehmen können, kann der hier halt nicht. Der ist halt einfach nur da. Und dementsprechend finde ich den jetzt nicht so geil. Vor allem der Glockenturm nervt mich. Auch wenn wir nur einen einzigen Treffer kassiert haben und unser Kommandant hat sogar überlebt, war sein Kopf wahrscheinlich nicht im Weg.
Ja. Einen kriegen wir aber immer. In jedem Gefecht kriegen wir mindestens einen Schuss auf den Glockenturm. So. Also im Achter funktioniert er, als Supporter funktioniert er auch ganz gut. Und mehr auch nicht. Könnt ihr wie immer eure Meinung zu dem Panzer unten in die Kommentare schreiben. Außerdem, ganz ehrlich, ich finde ihn ultra hässlich. Ich finde ihn nicht schön. Wenigstens die Kanone. Gut, damit kann man arbeiten. Und ja, 2-4 haben wir gemacht. Credits macht er. Ja, der macht wirklich sehr viel Credits. Ist ein sehr guter Credit-Farmer. 88.000 haben wir eingenommen. 5.600 jetzt für unsere Reparatur. Die ist ein bisschen teuer, aber die Munition kostet halt fast gar nichts. Dementsprechend ist das wirklich ein sehr, sehr guter Credit-Farmer. Ob man es glaubt oder nicht. Aber, naja, der Rest des Panzers ist halt so ein bisschen komisch. Gut. Das war's dann auch erstmal mit dem 59-Pad. Und ich bin ganz froh, dass ich den jetzt nicht mehr fahren muss, weil ich rühre den fast nie an. Macht's gut. Bis bald, Almo. Tschüss. Hüter der Herde, Dezember 2017 sind diesmal Pat 96, Laertes, Sharkton, Kaloi 128, San Forgiven 1977, Pizza Wagner und Nikichi 87. Natürlich nicht zu vergessen, der Betreuer der Herde, Erl. Und nochmal Special Thanks an Pat 96 und den lieben Rüdiger. Ohne euch würde das alles hier nicht so wirklich funktionieren. Deshalb vielen Dank an alle Supporter da draußen und denkt daran, kommt aus Discord, lasst euch den Supporter-Rang geben, erhaltet exklusive Infos und ihr könnt teilweise sogar den Content mitbestimmen. Das Ganze natürlich wie immer über tibi.com. Dankeschön!